Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angesehen, wie wir Klassen auf zwei unterschiedliche Art und Weise instanzieren können. Eben einmal auf dem Heap mit New und einmal auf dem Stack mit dieser Syntax hier. Und prinzipiell sollte man eben darauf abzielen, dass man möglichst viele Objekte auf dem Stack erstellen kann, beispielsweise im Composition Root. Die Objekte leben dann eben auf dem Stack, solange die Applikation läuft. Und werden dann wiederum automatisch deallokiert. Immer wenn wir New aufrufen, müssen wir entweder mit einem manuellen Delete oder eben über beispielsweise Shared Pointers, die das für uns erledigen, darauf hinwirken, dass entsprechende Objekte aus dem Heap wieder rausgenommen werden zur Laufzeit. Nichtsdestotrotz werden wir uns in diesem Video dann etwas genauer mit Konstruktoren noch beschäftigen und wir gehen als erstes auf den sogenannten expliziten Konstruktor ein und dazu schreibe ich eben eine neue Klasse Rechteck. Die mache ich mal direkt in einen Header-File rein. Weil der Code für diese Klasse relativ einfach ist. Dieses Pragma Once hier oben ist übrigens der Punkt dahinter ist, wenn eine Header-Datei in mehreren anderen Header-Dateien eingebunden wird und es dann dadurch zu Duplizierungen kommen kann. Das heißt, dass über das wiederum Einbinden einer anderen Header-Datei plötzlich der Header von Rechteck zweimal drin wäre, dass genau das umgangen wird in der Präkompilierungsphase. Also man sollte in Visual Studio immer dieses Pragma Once hier oben hinsetzen. Diese Präcompiler-Anweisung gibt es leider nur für den Visual Studio Compiler. In der Langform müsste man eigentlich schreiben, dass man hier if not define Precompiler-Anweisung, wenn ich hier eben nicht Rechteck underscore h definiert habe, dann möchte ich bitte diese Precompiler-Anweisung hier definieren und dann mache ich hier eben ein endif und dann schreibe ich hier dazwischen eben meinen üblichen Inhalt in diese Header-Datei und genau, dann wird eben das gleiche gemacht wie bei Pragma Once. So muss man es eben in anderen Umgebungen machen, wenn man nicht mit Visual Studio arbeitet. Beziehungsweise mit dem Visual C++ Compiler. Aber ansonsten unterscheidet sich dabei eben nichts. Und diese Sachen halten eben jeweils davon ab, dass beim Precompiler-Schritt ein Header mehrmals eingebunden wird. Gut, dann gehen wir weiter. Ein Rechteck hat natürlich eine Breite und eine Höhe. Und ich mache jetzt die Methoden mal direkt in die Header-Datei mit rein. Wir haben hier eben die Seitenlänge. Und hier kann ich eben abprüfen, ist die Seitenlänge kleiner als 1. Dann kann ich hier eben eine neue Invalid Operation Exception schmeißen. Invalid Argument natürlich. So, und wenn ich das habe, kann ich eben hier Breite auf die Seitenlänge festlegen und die Länge natürlich auch, die Höhe, Entschuldigung, Seitenlänge, gut. Und wenn wir das haben, können wir noch einen zweiten Konstruktor machen, der kriegt eben jetzt hier zweimal tatsächlich unterschiedliche Werte, einmal die
Breite und einmal die Höhe. Und wir können hier natürlich wiederum den Initializer-Syntax anwenden, wenn wir möchten. Das heißt, wir machen hier, die Breite soll so initialisiert werden, die Höhe bitte mit diesem Parameterwert. Und hier können wir dann tatsächlich noch überprüfen, ob hier irgendwo ein Fehler war. Genau, und dann haben wir hier eben noch eine Methode, die heißt berechne Fläche, die wir eben hier implementieren können. Und das ist ja natürlich nichts anderes als return Breite mal Höhe. Genau, so sieht das Ganze aus. Und wenn wir jetzt eben hier diese Rechteckklasse mal verwenden wollen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass die Implementierung dieser Funktionen hier in einer Source-Datei ist. Dann können wir diese Klasse eben verwenden. Wichtig ist für uns erstmal natürlich, dass wir hier zwei Rechtecke haben, zwei Konstruktoren haben, die hier in dieser Rechteckklasse sitzen. So, und wenn wir dann eben Code aus dem vorherigen Video noch wegnehmen und den Rechteck-Header hier mit einbinden. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich mir hier ein Rechteck erstelle und ich gebe hier eben an, dieses Rechteck soll bitte eine Seitenlänge von 5 haben. Ich erstelle jetzt mal alle Dinge auf dem Stack oder alle Objekte auf dem Stack, damit man hier direkt eben mit dieser Syntax vertraut wird. Ich kann natürlich auch sagen, ich hätte gern eine Breite von 5 und eine Höhe von 7. Das ist natürlich auch kein Problem. Und was jetzt aber interessant ist, ist auch, dass ich folgenden Syntax machen kann. Jetzt sehen wir hier unten, dass ich hier einfach 2 zuweise und trotzdem anscheinend ohne Probleme ein Rechteck hier rauskommt, das ich eben hier ansprechen kann. Und wir schauen uns mal genauer an, was denn jetzt hier eigentlich passiert. Ich werde mal bis zu dieser Stelle debuggen. Und oh Wunder, wir landen tatsächlich im Konstruktor für die, also der nur einen Parameter hat. Und wir setzen hier eben die Seitenlänge jeweils auf Breite und Höhe und sind damit eben hier fertig. Das können wir jetzt sogar mal rausnehmen. Das heißt, immer wenn wir in Klassen einen Konstruktor haben, der nur einen Parameter entgegennimmt, dann können wir diesen Konstruktor auch mit dieser Syntax aufrufen. Das heißt, wir machen letztendlich bloß eine Zuweisung mit einem Wert, der eben diesem Parametertypen entspricht. Hier in diesem Fall eben ein Int. Der Punkt ist, das Ganze geht natürlich nicht auf dem Heap. Das heißt, wenn ich hier einen new-Aufruf mit einsetze, da kann ich jetzt hier nicht new2 aufrufen. Das geht nicht. Das heißt, hier muss tatsächlich eben nach dem new-Aufruf, also ich kann hier auch nicht eben sagen, ich mache hier irgendeinen der Konstruktoren, sondern wenn ich mit new arbeite, dann muss ich tatsächlich hier den entsprechenden Konstruktoraufruf
einsetzen. Aber wenn ich meine Objekte hier auf dem Stack erstelle, dann kann ich durchaus eben diese Syntax hier einsetzen, einfach eine Zuweisung mit dem entsprechenden, auf der rechten Seite mit dem entsprechenden Wert. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, dass ich mir Rechteck 3 hier so initialisiere. Das Ganze kann man verhindern, wenn man das möchte. Und zwar, indem man einen Konstruktor explicit macht. Sobald ich hier dieses explicit vor diesem Konstruktor mit einem Parameter stehen habe, bekomme ich jetzt hier einen Fehler und letztendlich drückt das nichts anderes aus, als dass ich hier eben keine implizite Konvertierung von diesem Int hin zu einem Rechteck machen kann. Ab und zu sieht man das im Code, dass eben manche Konstruktoren mit explicit gekennzeichnet sind. Meines Erachtens muss man das aber nicht unbedingt machen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn eben Konstruktoren mit einem Parameter nicht als explicit gekennzeichnet werden. Noch ein lustiger Punkt ist, dass man auch andere Konstruktoren hier mit explicit kennzeichnen kann. Aber das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Wie sollen wir denn bitte diese beiden Parameter hier angeben auf der rechten Seite der Zuweisung? Also wir müssten ja hier irgendwie, ich glaube nicht, dass es überhaupt funktioniert, also zumindest laut meinem letzten Stand, Rechteck 5. Das können wir mal hier mitnehmen. Das haben wir ja gesehen, wir müssten ja dann hier irgendwie die Breite, kann man das hier so machen? Das wäre ja schon interessant, dass das jetzt mittlerweile geht. Geht das? Ne, das geht nicht. Das schafft er nicht. Genau, das ist eben nicht möglich, dass wir das hier so machen. Und, also, obwohl, ich hatte noch das explicit dastehen. Deswegen nochmal zurück und es geht anscheinend doch. Okay, also mittlerweile mit dem C++11-Standard geht auch das. Das heißt, wir können hier eben dieses explicit tatsächlich hinschreiben, wenn wir das verhindern wollen. Aber wie gesagt, ich würde es Ihnen nicht raten, dass man das macht. Meines Erachtens ist natürlich aber auch die Syntax etwas besser lesbar, wenn wir hier eben tatsächlich diese Klammer aufmachen und damit wirklich dem Leser andeuten, dass wir hier eben einen Konstruktoraufruf machen. Aber anscheinend ist es mit der anderen Syntax auch möglich. Und mit dem explicit Schlüsselwort vor einem Konstruktor können wir das Ganze eben verhindern. Und damit sind wir auch am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!